Herzlich willkommen. Risiko. Achso, Entschuldigung. Zu für Nüsse. Mit Dirk und Klaus. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wunderschön, dass wir wieder mal auf diesem Kanal Irrwege zusammen getroffen sind. Was? Kanal? Ja. Diesem Kanal senden dürfen. Hört man das Quietschen? Mein Stuhl knackt ohne Ende. Das sind die Gelenke im Alter. Ja, wenn sagst du das? Ja, ich sehe ein ganz, ganz heißes Foto von dir. Wann ist das denn? 2039, ein Foto aus der Zukunft, kurz nach dem Facelifting. Ich dachte, Eckbert hätte das gemacht, aber... Klaus, wie ist es denn gerade bei dir? Ich habe gerade noch kurz gesehen, dass du im Dunkeln sitzt. Es regnete. Was? Ja, hier hat es nämlich auch gerade angefangen. Ja. Das ging, also hier ging es schnell vorbei. Wenn es die gleiche Schlechtwetterfront ist, dann ist auch in einer halben Stunde der Spuk vorbei bei dir. Okay. Das Gute war, dass ich, glaube ich, halbe Stunde bevor diese Front kam, war ich halt einkaufen und das war halt richtig warm. Also eigentlich war ich zu warm angezogen, weil es war richtig Sonnenschein. Und dann habe ich eben gedacht, ich hätte irgendwie was vors Fenster gezogen, weil ich kurz im Bad war und kam wieder und es war richtig dunkel im Zimmer. Und jetzt ja, genau. Ja. Hier war es auch zappenduster. Eine halbe Stunde, Stunde und dann war der Spuk vorbei und jetzt draußen wieder eitel Sonnenschein. Wunderschön. Du bist aber noch so straight, ne? Oder läufst du jetzt ein bisschen öfter mal draußen rum? Jetzt wo alle grillen und wie viel ist es in Berlin? 20 oder 50 Leute auf einem Fleck sein dürfen oder so? Ich glaube, es kommt stark auf die Größe der Location an. Also heute, ich musste in die Mall, deswegen musste ich auch nochmal raus, eine neue Gaskartusche für den Soda-Stream holen. Ah, verdammt. Den du mir damals geschenkt hast. Ja, ich weiß es. Naja, ich sag's mal für die Zuhörer. Für die Zuhörer. Aber das haben wir doch in der Folge gemacht, glaube ich, oder? Den Soda-Stream geholt? Nein. Die Gaskartusche geholt? Ich glaube, ja. Naja, jedenfalls... Jedenfalls hatte ich ja halt diese Kartusche geholt und dafür muss ich halt immer in die Mall, weil das, ich überlege gerade, ist das mein Mikrofon? Ist das meins? Wusel mal ein bisschen an den Steckern. Hört sich dieses Wusel mal ein bisschen an den Steckern rum. Einen Moment, ich will mal ganz kurz, ich zieh's mal ganz kurz an. Oh, jetzt sind wir hier. So. Immer noch. Ein Traum. Also jetzt ist alles super. Man weiß es nicht. So, nur wenn ich rede. Das geht ja. Naja. Klingt so ein bisschen, als wenn du aus einem U-Boot funkst manchmal. Aber sonst ist es ganz gut. Ja, gut, ne? Es ist auch vergleichbar. Jedenfalls habe ich diese... ich versuch's mal. So. Klaus, was machst du denn? Ja, nix mach ich. Ich kann gar nicht onanieren, wenn du mal aufhörst zu reden. Die Gaskartusche geholt, dafür muss ich in die Mall. In der Mall haben auch die ganzen kleineren Läden inzwischen wieder auf. So. Cool. Ende der Geschichte. Ich dachte dass die kleineren Läden aufhaben und nicht die großen. Naja, also in der Mall sind ja die kleineren Läden und deswegen. Ja, cool. Endlich können die Leute sich wieder Haare schneiden lassen und dabei Döner genießen oder ich weiß nicht, was man dann so. Die meisten, ich meine, das Geile ist, in der Mall sind doch bestimmt auch ganz viele touristische Läden, wo du dir halt irgendwie auf ein T-Shirt irgendeinen Scheiß drucken sollst oder halt Ampelmännchen kissen oder so. Und also ich weiß ja nicht, es gibt doch gar keinen Tourismus gerade und Berlin braucht doch eigentlich auch ein bisschen Tourismus, oder? Schon, ja. Also es läuft gerade recht wenig. Also ein paar Läden haben halt auf, aber es ist halt auch wenig Publikumsverkehr. Mal ist halt jemand drin, mal nicht. Alles ein wenig reduziert. Und ansonsten machen die Läden das halt mit Einkaufskörben, um abzuzählen, wie viele Leute drin sind. Wenn kein Korb mehr da ist, ist kein Platz mehr für dich. Ja gut, da läuft vielleicht die Gefahr, dass jemand ohne Korb reingeht, oder? Deswegen steht an jedem Laden auch ein großes Schild, ihr müsst einen Korb nehmen. Und auch warum? Also ja, die Gefahr besteht immer noch. Das hält ja jetzt nicht den einen oder anderen Spinner davon ab, der noch reinzugehen. Aber steht halt auch, dass Leute keine Maske tragen. Aber das ging letztes Mal auch schon in der Bahn. Also das war... die Leute haben deutlich dazugelernt, seitdem es Pflicht ist. Auch wenn nicht alle die Maske richtig tragen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich war vorhin bei Lidl und alle
Leute, alle Kunden, die in den Laden waren, hatten die Masken alle ordentlich und richtig und brav auf. Es gab lustige Varianten von Bandanas und irgendwelchen alten Senioren, die dann plötzlich aussehen wie so ein Cowboy, Verbrecher, irgendwas so, weil die dann halt so ein, wahrscheinlich von Enkel oder sonst was, hatten die halt so einen coolen Buff und da halt dann auch so ein kleiner Totenkopf drauf ist oder sowas. Und wenn es dann halt so ein 70-Jähriger den Totenkopf ins Gesicht zieht, dann sieht das schon cool aus. Bloß die ganzen Lidl-Angestellten, die haben es nicht geschafft, die Maske entweder richtig oder überhaupt aufzusetzen. Also das fand ich auch ganz, ganz geil, wenn du jemanden siehst, der halt natürlich die ganze Zeit durchhetzt und total am Rumschwitzen und somit schwer atmen ist und die da einfach keine Maske trägt. Du denkst, okay. Andersherum kann ich es natürlich auch verstehen, dass der Zeitdruck nicht weniger ist als vorher und der Druck wahrscheinlich eher höher ist. Ja, sogar noch mehr, ja. Wenn du dann noch sagst von wegen, alles klar, und jetzt ziehe ich mir noch hier so 7 Lagen Leim vor die Nase, dann kriege ich eine Macke. Also ich habe mich die Kassiererin auch darauf hingewiesen, weil die hat das so cool getragen wie Laschet. Und da meine ich so, weil ich nicht kacken wollte und so sagen von wegen, ey, das ist falsch, sondern ich habe gesagt, ihre Maske ist verrutscht. Also sie meinte, ich kann sonst nicht. Und die wirkte wirklich wie, ich stehe kurz vor Panik. Und ich so, okay, alles klar. So, weil ich dachte, natürlich bringt das auch nichts, weil nicht jeder findet es halt so geil, permanent dicht was im Gesicht zu haben. Und ich bei 8, 9 Stunden, also wie lange dann geschieht. Ja, du müsstest ja auch zwischendrin mehrfach die Maske wechseln. Was ja auch noch so ein Das ist ja halt auch die Sache, was ja auch keiner macht. Also dieses, wir tragen eine Maske, okay, aber es wird ja auch mal darauf hingewiesen, wie setze ich eine benutzte Maske ab, wo packe ich die dann hin und wie oft wechsle ich die, besonders die Stoffmasken etc. Und das ist ja, glaube ich, egal. Also da habe ich das Gefühl, das ist ähnlich wie andere, wie die einzelnen Vorstufen vorher, das ist egal. Also ich fasse die halt ins Gesicht, ich klatsche die mit der kompletten Hand, packe ich die dann in die Hosentasche und dann popel ich mir nochmal durch die Nase und weil ich es muss, ist nicht von wegen, ich schütze mich, sondern ich muss das ja machen und deswegen, ja. Ja, gut, ne? Ja, aber ansonsten Achso, nee, ich war halt draußen, hatte nochmal einen Blumentopf geholt, tatsächlich, wo der Laden wieder auf hat, mit den Betonblumentöpfen. Hier erfahren Sie es als erstes. Klaus holt einen Blumentopf. Aus Beton. Oder Pflanzen. Pflanzenübertopf. Das ist doch scheiße schwer, oder? Viel korrekter. Ja, relativ klein. Also ich habe ja auch die großen für die Monstera, aber ich habe auch den kleinen. Ja, naja, Entschuldigung. Du wolltest. Alles gut. Du hast doch gesagt, dass die Chilis jetzt gerade bei dir blühen, ne? Ja. Und du hast doch letztes Jahr, du hattest sie auch schon im Sommer. Das heißt, da haben die aber noch nicht geblüht letztes Jahr, ne? Nee. Meine blühen zum ersten Mal. Weil ich irgendwie, glaube ich, vermute, dass die halt nicht jedes Jahr so losschießen. Weil bei mir wäre es ja mittlerweile auch voll Zeit. Aber da passiert gar nichts. Nicht eine einzelne Blüte. Und letztes Mal sind die ja so abgedreht. Die haben ja bis in den September rein, haben noch versucht, hallo, hier, bitte bestäubt doch mal eine scheiß Blüte. Mhm. Und ist ja nicht passiert. Und jetzt gar nichts. Also richtig, also ich hab, Sonnenschein wird sowas aber nichts machen. An der großen zähle ich ungefähr ein Dutzend Blüten. Ach, scheiße, ey. Das ist kein Baugerüst oder irgendwas, wo du die mal so 2 Tage in Sonne stellen kannst und eine Biene so bittest? Nope. Also wirklich nur raus aufs Fensterbrett und das ist halt so leicht abschüssig, wie so viele Altbau-Fensterbretten gebaut sind, weil warum? Wer möchte was aufs Fensterbrett stellen? Wäre ja affig. Ich kenne ein paar Nachbarn, die haben halt was drauf, aber ich weiß nicht, ob die es nicht noch irgendwie ein bisschen angebohrt haben. Irgendwelche coolen Nachbarn bei dir auf Eck habe ich immer gesehen, entweder über dir oder unter dir, das waren die, die hatten immer so 3 Aschenbecher auf der Fensterbank stehen. Unter mir. Okay. Das fand ich auch mal ein ganz geiles Bild, wo ich dachte, Alter, das ist auch voll das Geschoss. Beziehungsweise weiß ja ganz genau, wenn der dann halt in den Innenhof ascht, dass du dann, und halt mit so einem Pflanzentopf ist halt relativ gefährlich, wenn dann mal was passiert. Ansonsten, ja, selbst die kleine blüht bei mir. Ich habe eine große, eine kleine. Ich habe auch alle Blätter dran gelassen. Du hast ja so ein bisschen am Stamm rumgeschnitten. Also ich bei mir. Hattest du die nicht bis auf so einen Stamm reduziert? Nein, ich hab da nicht dran rum. Okay. Nee. Ich dachte, die wären halt nur noch so 2 bei dir, meine ich mich vom Umzug zu erinnern. Aber gut. Ja, genau, weil die ganzen Blätter ab waren. Ach, wie sind die denn abgefallen bei dir, bei mir? Die sind die keine Blätter. Über den Winter wurden die halt immer weniger. Und jetzt haben
alle haben wieder Blätter, bis auf eine, wo es echt nur ein Stängel ist und da ist halt ein Blatt so groß wie mein Fingernagel vom kleinen Finger. Okay. Aber die sind echt alle nach und nach, so über den Winter sind die halt abgefallen. Okay, also bei den Kiwi ist es ja bei mir passiert, die sind auch alle noch nicht wiedergekommen. Die Chili haben aber bei mir einfach so überwintert, innen drin, ohne ihre Blätter zu verlieren. Also die haben halt alle richtig dickes Blattwerk. Wahrscheinlich blühen meine deswegen auch schon und deine mussten erstmal Blätter bilden. Ja, wahrscheinlich. Wir sind jetzt hier quasi live beim Detlef Römisch Gedenk Podcast. Es klingt so, als ob er an seinen Pflanzen verstorben wäre. Ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt den ja nicht verfolgt und zeitweise hast du da total, bist total aufgegangen, hast mir die ganzen Storys von ihm erzählt, dann kam gar nichts mehr. Deswegen habe ich gedacht, ja, ich habe irgendwas eingestellt oder habe einfach lange eine nichts mehr. Fleischfresser Pflanze entwickelt. Ich habe jetzt einfach lange nichts mehr von ihm gesehen. Ich meine, der macht ja immer schon so ein bisschen Social Isolation. Ich habe einfach, also irgendwann hat es mich dann auch, ja, okay, ich kann es mir jetzt auch nicht mehr zum fünften Mal angucken, wie er irgendwas beschneidet. Und ich musste heute mal, das eigentlich immer ähnlich gewesen, oder was? Ja, klar. Also ich meine halt mal mit anderen Pflanzen, aber dann ist es halt auch so unsortiert, weil er hat auch mal, also nicht nur eine Pflanze macht, sondern er nimmt dann halt irgendwie so 5, 6 Pflanzen in ein Video oder Film, wie er es nennt. Und dann ist halt so, wenn du halt einfach nur sehen willst, wie du einen Mangokern ziehst, ist es halt, dann will ich halt nicht noch 8 andere Pflanzen sehen. Ja. Wobei ich halt schon verstehe, dass es für ihn halt, ich meine, vermute er tatsächlich jemanden, der ihm auch Empfehlungen gibt und so. Und es ist halt einfach praktischer, ein 20-Minuten-Video zu haben als 10 2-Minuten-Videos. Einfach für Werbeeinnahmen tatsächlich. Ach, der monetarisiert seine Videos? Ja, klar. Okay, sind so viele Klicks immer? Schon, ja. Also ich meine, der macht halt jeden Tag ein langes Video. Und wenn du halt dann jeden Tag... Echt? Und wenn es halt nur 50 bis 100 Euro sind, machst, hast halt trotzdem 1,5 bis 3.000 im Monat. Krass. Das halt nur auf die neuen Videos und die alten kommen halt noch dazu. Deswegen, also es lohnt sich halt schon, dann lohnt sich halt schon, irgendwie da ein bisschen drüber nachzudenken, in welches Videoformat du das packst. Aber ich habe es einfach lange nicht mehr gesehen, weil irgendwann dachte ich auch, ja, okay. Ja. Ich kann es mir jetzt auch nicht mehr geben. Aber ich habe auch so ein bisschen... Heißt das eigentlich bei kleinen Pflanzen, wenn die halt so Stiele bilden, sind das dann schon Äste? Nein. Aber ist auch kein Stiel, oder? Wie heißt denn das? Was meinst du denn? Meinst du, wenn die verästeln, verzweigen? Genau. Also wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, 30 cm langen Stängel habe. Penis. Und dann geht davon rechts, links die Blätter, sondern... Ja, dann verzweigt es. Das ist ein Zweig. Ja. Also ich glaube, für einen Ast ist es noch... Ich dachte, immer, wenn es verholzt ist, ist es ein Zweig. Oder also erst, wenn es verholzt, ein Ast. Ich hätte es auch rum gesagt. Okay. Ja, jedenfalls habe ich dann, was ich immer total geil finde, von der Esche, die ich noch aus der Pimmelheimer Straße mitgebracht habe, aus dem Innenhof, dann ehemals gemeinsam, die ist jetzt total aufgegangen und hat jetzt 5 kleine Verästelungen rausgehauen. Und die komplett halt mit Blättern zugeschissen. Dabei dachte ich auch mal, die sind nicht so verzweigungsfreudig, Eschen. Ja. Also oben an der Spritze, das ist halt auch das Geile. Das ist halt so ein Stiel und oben an der Spritze schießt sie halt so raus und das macht ihr immer nur bis Oktober und dann fängt die langsam an, alles wegzuwerfen und dann ist sie halt über den Winter echt komplett tot und beim ersten Mal dachte ich, fuck, und dann meint meine Mutter so, nee, ey, ab und zu ein bisschen gießen, dann macht die das noch und dann kommen die immer wieder. Das ist echt geil. Also wie genügsam die ist so. Ja, also das hoffe ich halt bei den Kiwi auch, dass die nochmal wiederkommen. Aber die Kiwi haben halt, ist ja kein Baum, oder? Ist auch ein Strauch, oder was ist ein Kiwi? Ja, aber die verlieren im Winter auch ihre Blätter. Die sind so ein bisschen so eine Rankpflanze auch tatsächlich. Und wenn du die im Zimmer hältst, dann verlieren sie halt recht spät ihre Blätter, weil die nicht so ganz schnallen, wann Winter ist. Und meine haben so bis Dezember, Januar das alle gemacht. Und deswegen kann es noch ein bisschen dauern, weil ich hoffe, dass ein paar von denen wiederkommen, weil die eigentlich ganz hübsch sind. Ja, aber die sollten doch auch blühen, bestäubt werden, dass da irgendwas passiert. Ja, also die bekommen auch zu wenig Sonne, als dass da irgendwas passieren würde in Innenräumen. Aber ja, die müssten theoretisch bestäubt werden. Da gibt es männliche und weibliche Pflanzen. Aber die sind halt ganz geil, weil die Haare auch so, die Stiele und Blätter haben auch so Härchen, wie eine Kiwi. Also wenn du da drüber fasst, dann weißt du halt so genau, was für eine Pflanze das ist.
Die sind rasierte alter Männerhoden. Ja, ungefähr. Drei Tage später. Drei Tage stehen gelassen, ja. Und meine große Avocado, die schießt gerade oben in, die teilt sich gerade in drei Zweige, Äste, Branchen auf. Was hast auch, du irgendwas, was quasi dann auch wieder Früchte trägt, oder ist das alles so ein optisches Ding, wo du sagst, schön, aber... Ich habe nichts. Nee. Ja. Nee. Ich hab eins, was Blüten tragen könnte, das hatte ich letztes Jahr zu einer Premiere geschenkt bekommen. Das war ein kleines Blümchen, aber mit so richtig dicken, sukkulenten Blättern. Und die habe ich einfach in der Küche stehen. Ich habe die mal umgepflanzt in was Größeres. Also eigentlich halt so ein ganz kleines Blümchen in so einem Topf, der ist, weiß ich nicht, so 4 Zentimeter Durchmesser und so lang wie ein Daumen. Dann habe ich die halt mal was Größeres gepflanzt und jetzt ist die halt auch ein bisschen ausgetrieben und die ist ganz ordentlich. Also ich kann mir vorstellen, dass die zumindest blüht. Hm. In einer Weile. Mhm. Ja. So viel zum Gartenreport. Ich wollte gerade sagen, wollen wir den Flora-Talk weiterführen? Oder hoffe, es geht um... Ja, weil wenn du hast du noch was zu deinen grünen Zuhause zu sagen? Oh Gott, ich habe doch nicht immer was zu irgendwelchen grünen... Ich habe gesehen, dass meine... Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich habe gesehen, dass meine Erdbeere irgendwie so eine halbe Daumenlänge irgendwie einen Pilz rausgeschossen hat. Ah, ja. Dann habe ich die mit dem Finger irgendwie so angefasst. Ja. Der sieht aus wie so ein kleiner Morchel. Mhm. Und dann habe ich die mit dem Finger so angefasst. Der so zerbröselt. Und das nicht, aber 2 Tage später geht der Pilz ein. Und da dachte ich so, hä, was habe ich denn am Finger? Ja, da würde ich mir auch Gedanken machen, wenn du Pilze anfasst. Ich dachte immer andersrum. Ich dachte immer, irgendwelche Spuren habe ich jetzt am Finger und denke jetzt, das war's. Und ich fasse den Pilz an und der Pilz sagt, oh scheiße, Dirk. Nee, das hatte ich aber auch schon in der Blumenerde. Also ist einfach die Erde nicht desinfiziert, sondern die Sporen drin und dann ist es feucht und dann schießen die Pilze halt raus. Also, ja. Liegt eher an der Erde. Ich bin jetzt ganz gespannt, weil wir haben jetzt einen großen Balkon. Ich führe jetzt den grünen Talk kurz mal weiter. Danke, Cem Özdemir. Die sind ja gerade im Keller, habe ich irgendwie. Nicht im Keller, aber die ja, so ist es zu Krisenzeiten. Da vertrauen die Leute immer den Regierungsparteien oder in dem Fall der Regierungspartei, die alle als Regierungspartei wahrnehmen. Ist ja nicht so, als ob die SPD davon profitiert hätte. Ja, jedenfalls Balkon, Blumenkästen, ein bisschen Erde war schon drin, aber noch nicht genug. Und ich hatte ich hatte ja irgendwie Minze, Lavendel und irgendwie so ein Zitronen-Thymian oder sowas. Und da bin ich halt letztens ziemlich weit an der Elbe spazieren gewesen und dann in so ein Waldstück rein, wie so ein alter Spanner, und habe dann halt da weiche Walderde ausgebuddelt und habe die halt einfach mal mitgenommen und habe gedacht, mal sehen, was das wird, weil da sind bestimmt noch 1000 Viecher mit drin gewesen und vielleicht auch so geile Pflänzchen, die ich jetzt gar nicht, vielleicht kriegt das sich auch gar nicht, vielleicht habe ich auch gedacht, vielleicht mache ich da totalen Scheiß und diese gezüchteten Baumarktpflanzen gehen jetzt an dieser Erde kaputt. Aber, kann halt auch sein. Ich meine, so Kräuter- und Anzuchterde ist ja wohl irgendwie auch ein bisschen anders zusammengesetzt, aber... Bestimmt, ja. Ja, man weiß nicht. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal das Granulat ausprobiert, also jetzt auch tatsächlich ausprobiert. Ja. Schmeckt gut, oder? Für den Efeu. Ja, ein bisschen, also Milch drüber. Schmeckt so ein bisschen wie Katzenstreu im Müsli. Nee, bei der Efeu, dann konnte ich den auch mal in einen größeren Topf umpflanzen, weil der... ich habe mich halt ein bisschen, der braucht halt einen Untertopf und jetzt wuchert er auch munter vor sich hin. Was halt ganz geil ist, so ein Efeu an der Wand. Du hast ja auch ein paar, die du stibitzt hast. Ja, stimmt. Das Ding ist halt echt, also es behält echt Winter wie Sommer immer gleich, aber es wächst so ganz träge. Es gibt ja diese, die richtig so handtellergroße Blätter und die richtig abgehen. Und das Ding ist halt irgendwie, ich weiß nicht, in der ganzen Zeit, in den 2 Jahren, was ich das habe, irgendwie 50 Zentimeter, aber von 30 auf 50 Zentimeter oder so. Und die legt sich dann halt immer so müde irgendwo hin und naja, kriegt dann jetzt aber auch nur, also hätte jetzt auch nicht so krass viel Platz, wahrscheinlich irgendwie mal Umtopfen, mehr Erde und sowas, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ja, ich habe schon überlegt, ich weiß nicht, ob das so, also es ist ja eigentlich eine Draußenpflanze, ob ich halt einfach das auf meinen kleinen Balkon irgendwie einpflanze und hoffe, dass das ringsrum um den Balkon liegt, dass ich immer sehe, wenn das in die falsche Richtung ist, dass das ganze Gelände einmal so ein Efeu. Mit genügend Efeu. Also ich habe halt auch, ich hatte bei Lidl so einen Topf gekauft.
Beton, was für ein Topf? Ein Topf Efeu. Vor Ewigkeiten. Also schon alles drin? Ja, also ein kleines Töpfchen mit halt so. Da sind ja mal mehrere Efeu-Pflanzen drin, damit es ein bisschen dichter aussieht. Ja. Ja. Alter, du musst doch dann bei dir langsam mal aussehen, wie jetzt so eine Dschungelecke hast, oder? Ja, ja, ja. Ganz gut. Also jetzt... Wahrscheinlich fragst du mal Dortmund und die ist irgendwo mit der Machete hinten in der Ecke. Ja, sie hat sich ja schon, die eine Monstera musste schon ein bisschen gehen, weil die ihr ein bisschen am Schreibtisch auf die Pelle gerückt ist. Und also jetzt, wo ich ein bisschen am ewigen Terrarium rumgebastelt habe, da sieht es auch ganz gut drin aus mit den Paprikasamen, die ich reingesetzt hatte. Und dann hatte ich es halt nochmal ein bisschen offen stehen lassen, dass es ein bisschen Wasserdampf ausdünstet. Und jetzt gerade scheint es sich so ein bisschen eintariert zu haben. Ich hatte ja auch irgendwann mal einen Samen irgendwas reingeschmissen. Mhm. Das ist dann halt auch so 10 cm hochgewachsen, hat 2 Blätter gekriegt und dann ist wieder eingegangen. War schön so, weiß ich, 1-2 Wochen. Und dann habe ich gedacht, okay, das Moos hält durch und hat mittlerweile ja halt einfach so das eigene Mikrokosmos da drinnen gebaut und dann mache ich da nicht mehr auf. Ja. Ich habe mir gesagt, wenn du Lust hast, versuch's nochmal. Es kann durchaus, also bei mir ist jetzt, also jetzt ein paar Paprikasamen, also alle werden es nicht packen, weil es einfach auch nicht ausreicht dafür im Platz. Ich habe halt ein paar reingedrückt, die ich in Kamillentee aufgeweicht hatte und einen Trieb von einem Granatapfel, den ich reingesteckt habe. Jetzt stehen die da munter. Ja. Oxidieren so ein bisschen vor sich hin. Also was ich gerade sehe, wenn ich das so drehe, dass außen, also an der Erde, an manchen Stellen auch an der Erde so ganz feines Moos entstanden ist. Und okay. Die eine Seite, also die Seite, die jetzt immer mehr zur Wand steht und nicht zum Fenster, die ist halt immer, da ist halt immer Feuchtigkeit, also richtig so Wasserdampf oder Wasser perlt so an der Glasscheibe ab. Und die Seite, die halt zum Fenster hin, zum Zimmer hingeht, die nicht, aber da ist richtig Feuchtigkeit noch drin. Und ich weiß nicht, also ob da vielleicht noch ein bisschen mehr raus sollte, wenn da schon Moos in der Erde entsteht oder ob das vielleicht sogar im schlimmsten Fall Schimmel ist. Ich kann es dir nachher mal fotografieren, nicht schicken. Das wäre jetzt Thema. Ich sag nur, was ich denke, ja. Oder wir schicken es an Detlef Römisch's Instagram-Account. Ja, soll ich mal so nach aber 20 bitte. Minuten zur Frage kommen? Ja. Ich dachte, wir besinnen uns mal wieder auf unsere alten Werte, womit wir damals angefangen haben. Schwänze und Austin Powers. Quasi. Bitte was? Schwanzwitze und Austin Powers. Ja, gar nicht so weit entfernt. Also meine Frage ist relativ schlicht. Wie kam ich denn darauf? Ah ja, du kommst vielleicht sogar auch darauf, wie ich darauf kam. Welcher Beverly Hills Cop Teil ist der beste? Ich erinnere mich an keinen davon. Was? Was? Also was? Okay. Du aber bitte, aber schon, Dirk. Ich weiß, was Beverly Hills Cop ist. Ich weiß auch, ich glaube, es sollte auch mal ein Reboot davon geben. Und dass Eddie, was ich nicht wusste, dass halt nicht nur Paramount Pictures daran beteiligt war, sondern auch die Eddie Murphy Productions. Und zwar im ersten Teil, der 84 rauskam, wie Terminator. Wusstest du, dass Eddie Murphy eigentlich Winston Zeddemore spielen sollte in Ghostbusters? Nee. Und die konnten sich aber... Geld, weil er da schon Star war, oder was? Ja, die konnten sich vertraglich nicht einigen darauf, wie groß sein Teil im Film ist und sowas. Ach, krass. Wusstest du, wer eigentlich ursprünglich angedacht war für die Rolle des Axel Foley? Ich hatte das schon mal gehört, aber mir fällt es gerade nicht ein. Wer war es 84 denn? Könnte man drauf kommen. Kannst du auch sagen. Arnold Schwarzenegger. Wer war denn 84? Dicht dran. Sylvester Stallone. Ja, Sylvester Stallone. Okay. Aber die hatten halt das Budget schon festgesetzt. Und das Budget waren, glaube ich, 15 Millionen. Mhm. Aber Sylvester Stallone galt 84 halt als der ultimative Actionstar. Nix für heutige Verhältnisse. Genau. Der hat halt gesagt, das muss halt ein richtig actionreicher Film werden. Und dann haben die das halt hochgerechnet, was der denn gerne wollte und das Drehbuch, wie es hätte aussehen sollen. Und das hätte halt 20 Millionen US-Dollar bedeutet. Ja. Und das konnte sich die Produktion nicht leisten. Und dann zwei Folgen Game of Thrones. Ja, krass.
Und dann hat Silvester gesagt, ist nicht. Und dann haben die das Drehbuch umgeschrieben und haben halt daher aus Geldmangel mehr Comedy reingeschrieben und Eddie Murphy reingeklatscht. So. Und so ist es dann dazu gekommen, dass Eddie es gespielt hat. Mhm. Weil das sollte halt irgendwie so, ja. Ja, aber wie ich überhaupt darauf kam, also. Es lief auf Kabel 1. Nee, das, also das bestimmt. Das läuft ja, glaube ich, irgendwie mindestens dreimal im Jahr auf Kabel 1, irgendwo am Sonntag. Aber weil du gesagt hast, du kannst dich überhaupt nicht an den Teil erinnern. Also er, Axel ist ja ein Polizist in Detroit. Und am Anfang ist ja diese Geschichte, wo er da halt irgendwie, glaube ich, irgendwelche Zigarettenschmuggler oder was in so einer Seitenstraße überführen will und an dem LKW steht. Und da sind ja so zwei Polizisten, zwei Streifenpolizisten, die ihn das quasi madig machen und er ja quasi inkognito da gerade irgendwie zusabbelt. Und dann der eine rennt weg und der andere setzt den Truck in Bewegung und Eddie ist ja hinten noch an der offenen Ladefläche und dann beginnt die Musik und bla und er hängt und das ist ja schon so eine Action-Szene, weil der Truck ja um alle Kurven sonst was durch Detroit zerheizt und Eddie dann, vermeintlich Eddie, fliegt ja immer an dieser Kette von einer Ladefläche da, an der er sich festhält, immer hin und nach fallen mir die ganzen Kippen raus und die Polizei verfolgt ihn. Naja, und dann gibt es halt ja mördermäßig Stress mit seinem Chef, Inspektor Todd, der halt auch einfach nur so ein griesgrämiger, ich glaube sogar Zigarre fressender Chef ist und der sagt, von dem gibt richtig Stress, wenn du nochmal so einen Scheiß machst, dann ist Feierabend und er soll sich mal zusammenhalten. Ich weiß gar nicht, ob er ihn auch schon sogar beurlauben will oder beurlaubt. Mhm. Jedenfalls geht er nach Hause und seine Tür ist aufgebrochen. Er denkt, fuck, Polizei, Überfall und sowas, zieht seine Knarre und dann ist ein alter Kumpel von früher eingestiegen, der halt auch nicht ganz sauber ist, Mikey. Und der war im Knast, kam raus und wollte seinen Freund besuchen und plötzlich hat er einen Haufen Schuldverschreibung dabei. Deutsche Schuldverschreibung. Was auch immer das ist. Und Staatsanleihen oder sowas? Weiß nicht. Ich kann mal kurz gucken, dieses Internet befragen. Ah ja, ist eine Anleihe. Ja, auch festverzinslich Wertpapiere, Rentenpapiere, Schuldverschreibung, Obligation, Englisch Bond. Okay, ja, davon hat er halt welche dabei. Mhm. Und erzählt, dass er halt irgendwie im Knast rauskam und hat halt bei so einem Kunsthändler im Lager arbeiten dürfen. So, und da hat er so ein paar Sachen gesehen, die wohl nicht ganz in Ordnung waren. Er kann aber nicht viel erzählen, weil dann plötzlich, ich glaube, ein oder zwei Killer auftauchen und beide zusammenkloppen und Axel kriegt halt mit, wie der Killer Zack, wird beschrieben als Profikiller, seinen Freund erschießt und zwar mit zwei Schüssen in den Kopf. Also er schießt ihn einmal in den Kopf und dann nochmal. Sicher ist sicher. Genau. Und der wird gespielt, der Profikiller, Zack, wird gespielt von Jonathan Banks. Und Jonathan Banks ist ja Michael oder Mike Ermtraut bei wer heißt es denn? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nein, Mann. Der ist bei Breaking Bad, da ist er halt diese rechte Hand von einem Schwarzen und ist halt immer so der genervte Alte mit dem schiefen Auge, so ein bisschen im Gesicht wie Stallone, habe ich so das Gefühl gehabt und habe die ganze Zeit gedacht, ich kenne dieses Gesicht und jetzt lief ja gerade das Finale von der fünften Staffel Better Call Saul. Da wird natürlich auch die ganze Vorgeschichte aufgepimmelt und da taucht natürlich auch Mikey, also Jonathan Banks halt auf. Ja. Und deswegen hatte ich ihn so im Hinterkopf, dass ich immer dachte, der hat doch da mitgespielt bei Beverly Hills Cop. Naja. Es gibt eine Fortsetzung, sehe ich gerade, in der es um den Sohn von Alex Foley geht, Aaron Foley. Wie jetzt eine neuere Fortsetzung? Von 2013. Okay, krass. Und das ist dann Beverly Hills Cop 4 oder was? Das heißt, glaube ich, einfach nur Beverly Hills Cop. Wenn es ein neuerer Film wäre, würde das heißen The Beverly Hills Cop. Scheint der neue Usus zu sein bei Filmen wie The Batman. Ja, ja. Oder The Terminator. Ja, und der verfolgt natürlich diese Spuren. Die führt ihn dann nach Beverly Hills. Und so, aber das musst du ja doch, also grob hast du doch da jetzt langsam. Ich habe die damals im Fernsehen gesehen, aber es ist schon über 30 Jahre her, glaube ich.
Sag mal, bist du nicht 35 oder sowas? Ja, und? Du wirst mit 5 Jahren solche Filme gucken? Also ist es wirklich, ist es lange, lange her, dass ich die im Fernsehen gesehen habe. Okay, krass. Lass es 95 gewesen sein. Haben wir noch ein Autotier? Ford 84? Lass es 20 Euro kosten. Ja. Ja. Und dann gab es später, genau, ich glaube. Spielt er nicht auch Mickey Rourke mit? Mickey Rourke ist doch der später so zusammengeboxt wurde. Ja, genau. Ist er das nicht? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich sehe jetzt nur die. Wer ist denn sein Partner? Er hat ja keinen Partner. Er geht ja alleine, weil sein Aber Freund ist ja tot. Wer ist denn dieser schmierige Typ? Ist der nur im zweiten und dritten Teil? Spielt er mit irgendeinem so schmierigen Typen zusammen? Also auf jeden Fall trifft er jetzt auf diese lustigen beiden Polizisten. Bogumil ist, glaube ich, der Chef von den ganzen. Und dann gibt es Sergeant Taggart und Billy Rosewood. Und das ist Judge Ryan. Ich meine, glaube ich, Billy Rosewood. Ja. So ein klassisches 80er-Jahre-Gesicht. Der hat später, glaube ich, irgendwie so ganz viel Weihnachtsfilme und sowas gemacht. So, der ist immer so, also ein liebes Gesicht. Mhm. Der dann später, glaube ich, im zweiten oder dritten Teil avanciert er halt, ich glaube im zweiten schon, avanciert er zu so einem vollen Waffennah, dass sie so den Gag reingepackt haben, dass der zu Hause halt irgendwie, glaube ich, nur eine Schildkröte oder ein Lizard oder sowas hat und total der Waffenfreak ist und seinen Schrank, also der könnte da halt, weiß nicht, irgendwie eine Kleinstadt mit einnehmen, was der da halt an Waffen hat. Ja. Und natürlich kommt er halt auch dazu, dass er die rechte Hand von dem Bösewichten Maitland, dass er den Zack dann, glaube ich, abknallt. Mhm. Aber das soweit zum ersten Teil. Und der zweite Teil, der haben sie ziemlich dicht dran geklatscht, der war dann 87. Da ist die Sache, genau, da hatten sie so ein bisschen ein großes Star-Aufgebot. Da hat ja Jürgen Prochnow hat den Bösewichten den Kopf des Ganzen gespielt und Brigitte Nielsen hat die rechte Hand gespielt, große Blonde da. Und da ging es um diesen Alphabet-Killer, dass diese immer so eine Bande halt ziemlich gut getimt in irgendwelche, ich glaube, Juweliere oder Banken oder was gestiegen sind und dann halt so mit Ansage und Masken, wie viel Zeit noch ist, halt alle platt gemacht haben und zum Schluss halt irgendwie immer immer einen Code, einen verschlüsselten Code hinterlassen haben. Und der Chef aus dem ersten Teil, der jetzt mittlerweile schon befördert wurde, ist dem halt so ein bisschen nachgekommen und ist kam ziemlich dicht dran, irgendwie herauszufinden, was denn dahinter steckt. Also ich glaube, der hat die verfolgt, irgend so eine so eine Ebene, wo die ganzen Ölpumpen sind. Das war irgendwie so ein entscheidender Hinweis, weil der Boden da so rostroter Lehmboden oder sowas. Ja. Und den hat er in seinen Jogging-Schuhen gehabt, was dann später halt dann Eddie Murphy dann herausgekriegt hat. Und da haben die halt mitgekriegt, dass der halt den zu dicht auf die Schliche kommt. Und da wurde der dann angehalten, beziehungsweise hat sich dann irgendwie Brigitte Nielsen so als Falle auf der Straße dargestellt. Kaputtes Auto, schöne große blonde Frau und er blieb halt stehen, kann ich ihnen helfen? Und sie schießt ihn, glaube ich, ins Gesicht oder sowas. Also der hat so knapp überlebt. Das hat Eddie Murphy dann halt, beziehungsweise Axel dann halt auch mitgekriegt und ist dann wieder nach Beverly Hills gereist und hat im ersten Teil hat er sich ja im Hotel eingemietet, was zum Schluss dann halt auch die Polizei von Beverly Hills bezahlt hat. Und da hat er dann irgendwie Taggart und Rosewood hat er, glaube ich, dann noch irgendwelche Morgenmäntel so verschenkt, so auf der Rechnung. Und im zweiten Teil hat er dann halt irgendwie in so ein übelst reiches Gebiet von Beverly Hills, muss wahrscheinlich nicht lange suchen, da gesehen, dass da gerade irgendwelche Baumaßnahmen waren und die Familie, die da gewohnt hat, nicht da war. Und er hat sich als Bauaufsicht halt ausgegeben und hat die von vorne bis hinten voll gequatscht, dass das Ganze, was sie da bauen, gar nicht nach den neuesten Plänen ist und alles falsch und die sollen jetzt alle Feierabend machen und das muss ja erstmal alles geregelt werden, bis wir weiterarbeiten dürfen. Und somit hat er sich einfach dann so ein fremdes Haus bemächtigt und ist halt da drin geblieben. So, also was ja auch gar nicht, was im Nachhinein auch gar nicht irgendwie ein Problem darstellte. Ja. Nur dass ganz zum Schluss des Films halt die Familie wieder kam und so Schatz und sich gewundert haben, dass das Haus immer noch so aussah wie vorher, plus Gerüst dran. Naja. Und
somit hat er dann schon die Basis gehabt, weil natürlich seine Freunde mittlerweile halt Billy Rosewood und der Sergeant Detective mittlerweile, John Taggart, halt an seiner Seite dann natürlich auch, weil die ist ja mal dieses Dramatische und dieses Moralische, wenn ein Polizist getötet oder angeschossen wird, ist echt zu weit. Also Bösewichte dürfen echt andere Menschen erschießen und vergewaltigen und sonst was, aber also ein Polizisten, das ist ja was Heiliges. Das ist so wie Fuß von Josef absägen, also ich weiß nicht. Ich kann ja mal passend dazu als kleines Zwischenspiel. Dortmund und ich haben ein Videospiel gespielt die letzten Tage namens Telling Lies. In dem du auch quasi Ermittlungen anstellst. Telling lies, telling sweet little lies. Genau auf dem Song basiert es. Und du hast so eine Videodatenbank, also sind echte Sequenzen von echten Schauspielern gespielt. Okay. Und das sind alles so Webcam-Videos oder Videos, die sie ins Telefon füreinander aufgenommen haben. Ja. Und du hast diese Datenbank und die ist mit Untertiteln versehen. Und du musst die richtigen Suchbegriffe eingeben, um auf die richtigen Videos zu kommen, um diesen Fall zu lösen. Und das okay. ist, also du musst halt einfach gut zuhören, was die Leute sagen und dann selber halt irgendwelche Rückschlüsse anstellen. Und dann kommst du halt immer auf neue Videos und langsam erfährst du halt so mehr von der Geschichte. Ja. Aber wie spielen wir das dann zu zweit? Das kannst du auch locker allein spielen, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, aber du kannst es halt gut zu zweit spielen, weil du halt zu zweit miträtseln kannst, was du als nächsten Such... Ihr seid, arbeitet dann zusammen. Quasi. Ja, genau. Also was du halt als nächsten Suchbegriff eingibst. Okay, es geht jetzt nicht darum, wer nein. von beiden nein. von euch gewinnt, sondern wie löst ihr den Fall quasi? Genau, also du guckst an das Video und sagst, okay, was suchen wir jetzt als nächsten Begriff? Suchen wir Webcam oder suchen wir Kunde? Suchen wir Abonnement? Ja. Also je nachdem, was gerade, suchen wir Bombe? Oder, er hat gerade gesagt Snow White. Wollen wir mal Cinderella eingeben und gucken, was passiert? Und dann siehst du halt immer die Videosequenzen, in denen genau das Wort gesagt wurde. Okay. Oder der Satz, den du eingibst. Also du kommst dir halt deswegen einfach wirklich vor wie ein Detektiv. Ja. Der hat gerade so diese Videodatenbank auswertet. Ist aber, also macht Spaß oder ist es mehr so ein, wo du sagst, beide sind ganz ruhig und kniffeln so ein bisschen? Macht rum. Super viel Spaß. Also, aber eben, weil du bist halt so ruhig und verbissen dabei und denkst, habe ich irgendwas verpasst? Oder soll ich mal danach suchen? Was macht nochmal ihre Mutter? Mal da nochmal reinschauen? Also, hat er sich das jetzt ausgedacht, die Geschichte? Und halt einfach ein interessantes Format, weil es halt einfach, also sind wirklich echte Schauspieler und die Sequenzen sind halt auch gut gespielt. Und du hast halt wirklich das Gefühl, dass du halt so in den privaten Konversationen von den Leuten mithorchst. Ja. Ja, also kann ich nur empfehlen, gibt es auch für ganz verschiedene Plattformen, weil es halt auch technisch kein aufwendiges Spiel ist, jenseits davon, dass es Videos sind, die abgespielt werden. Ja. Und du hast jetzt aber schon so ein bisschen mehr Games, die in letzter Zeit so Corona-Zeiten zugelegt oder war davor schon alles am Start? Ich habe jetzt nicht mehr gekauft, als ich sonst auch gekauft hätte, glaube ich. Also was wir noch gekauft haben. Konsumierst generell sehr viel New Game. Ja, was heißt New Game? Es ist Telling Lies, haben wir halt gespielt und Animal Crossing spielen Dortmund und ich gerade und ein bisschen Fortnite. Das ist jetzt auch nicht. Das ist ein Fotospiel, ne? Oder was ist das? Was Spiel? Ein Fotospiel, wo du so Fotograf bist und irgendwo in der Prärie irgendwelche Tiere fotografieren musst? Nee, du bist auf einer Insel mit einem Tanuki-Waschbären, der dich in eine Schuldenfalle gelockt hat und dann musst du, nein, quasi du baust aus der Insel, kannst du halt so dein Traumurlaubsparadies bauen. Das ist mehr oder weniger das Spiel. Und es ist halt so total entspannt. Du kannst halt rumgehen und ein bisschen gucken und Insekten fangen und so und hast nicht viel Stress und findest Möbelstücke und kannst damit dein eigenes Haus aufbauen und so ein bisschen zusammen improvisieren, wie die Insel aussehen soll. Okay. Aber das ist auch wieder so ein Spiel, wo man gemeinsam da rumpimmelt oder ist das irgendwas, wo man sagt, ich habe was und du nicht und besser und Gewinner oder so? Oder? Nee, du sagst, ich habe was und du nicht. Wollen wir tauschen? Ja. Also, dass du halt, das hatte ich, von Dortmund spielen seit relativ viele Freunde und das ist halt so, ja, wir haben eine blaue Telefonzelle im Spiel, ihr habt eine rote, wollen wir tauschen? Dann hat jeder einmal eine. Also das ist halt eher das Spiel.
Ja, aber das ist halt total beruhigend. Und Dortmund hatte gestern Geburtstag. Und sie hat dann halt einfach, weil es sonst nicht geht, in Animal Crossing eine Geburtstagsparty mit 7 Leuten veranstaltet. Ah, hat die Geburtstag gehabt? Ja. Und dann sind halt alle über die Insel und haben da auf der Insel. Glückwunsch! Hört sie gerade nicht. Und haben auf der Insel kleine Spiele gespielt. Und währenddessen waren sie im Live-Chat. Also. Das ist ja schon eigentlich ganz cool. Ja. Ja, also halt und so Blödsinn, wir haben halt vorher auf der Insel Gegenstände versteckt. Die hatten halt so eine Schnitzeljagd und mussten versuchen, die Gegenstände zu finden. Mhm. Ja. Das aber ansonsten haben wir jetzt auch nicht mehr gespielt als sonst. Doch, eins noch, aber das hätten wir, glaube ich, auch so geholt, ist The Room fürs iPad. Das ist so ein Escape Room quasi. Ja. Also du hast halt auf dem iPad so eine Box und musst halt an der Box rumspielen und Sachen öffnen und Schalter finden und Schlüssel ins richtige Loch stecken. Living in a Box. Das hat halt genau dieses Escape Room Ding und setzt halt auch viele Touchscreen-Mechaniken. Das kann ich auch noch empfehlen. Das hat man auch so in 3-4 Stunden durch. Und das kostet halt so 3-4 Euro. Also da gibt es mehrere Teile von, das wollten wir jetzt auch nochmal weiterspielen. Ja. Ja. Aber sag mal, hast du denn den zweiten Beverly Hills Cop Teil gesehen? Ich habe die alle, nur, also Jürgen Prochnow sagt, das habe ich noch so grob in Erinnerung und das mit der roten Erde an den Turnschuhen kenne ich auch irgendwo her, aber das ist so ein Trope, ob ich das jetzt zwangsläufig im Beverly Hills Cop gesehen habe oder in irgendeinem anderen Detektivfilm, sei mal dahingestellt. Also es ist jetzt nichts Originelles, was danach nie wieder in einem Film verwendet wurde mit der besonderen Erde, die es nur da gibt. Also so Sachen, die mir immer in den Kopf schießen, sind zum Beispiel, wenn er das erste Mal wieder bei denen in der Polizeizentrale ist und dann kommt plötzlich der Polizeichef Harold Lutz zu denen und den kennt er ja schon. Mhm. Und dann fragt er von denen, was ist das hier für ein Scheiß? Und ist wieder kurz vorm Abknallen und die sehen alle Stress und was er im ersten Teil schon gemacht hat, er hat richtig krass immer gelogen, um denen zu zeigen, ihr kommt aus Scheiße raus, ich habe meinen Chef schon so oft angelogen, ich komme da immer raus, wenn ich lüge. Und die sind halt alle so akkurat und so richtig, dass die halt nicht lügen können. Und im ersten Teil hat er sich auch schon gewundert, als er selber quasi abgeführt wurde, weil er ist dann, glaube ich, zum Bösewicht gegangen, hat quasi gesagt, dass er glaubt, dass er halt was mit dem Mord seines Freundes zu tun hat und dann irgendwelche Securities haben den durch die Scheibe geschmissen. Und dann wurde er deswegen abgeführt. Und er meint von, ich wurde abgeführt, weil die mich die Scheibe geschmissen haben. Naja, laut Aussagen von 3-4 Zeugen hier sind sie selber durch die Scheibe gesprungen. Und dann guckt er mal, und das glaubt ihr? Darum geht's nicht. Und dann war er in so einem Polizeiwagen, meinte, dass er noch nie in so einem sauberen Wagen drin war von der Polizei, dass er da gerne einziehen würde. Ja. Also Scheiß. Und dann auf der Zentrale selbst lügt er halt alle zusammen. Und im zweiten Teil ist dann halt auch, wenn dieser Polizeichef kommt und dann spielt er halt von wegen, dass er ein Medium ist und extra für den Fall Alphabetverbrechens geholt wurde von den beiden Inspektoren und er weiß, dass er der Chief Inspector oder der Polizeiinspektor Harold Lutz ist und zieht sich das alles so aus den Knie und das sind so Sachen, die total eingebrannt sind, weil ich die sehr, sehr lustig fand. Oder er geht zu diesem Schießclub, weil die so eine ganz besonderen Patronen an Tatort gefunden haben, die, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, Keramikummantelung hatten oder so. Mhm. Kann das nur in einem ganz bestimmten Schießclub sein. Und dann geht er da einfach nur mit einer klassischen amerikanischen kleinen braunen Tüte und tut so, als ob das halt irgendwie, weiß nicht, als ob das, ich glaube, Medikamente oder sowas sind. Ja. Und will halt auch den vermeintlichen Bösewicht sprechen und vorne am Einlass sagen, sie dürfen nicht rein. Und dann spielt er halt irgendwie so einen Homosexuellen, natürlich voll das Klischee der 80er und sagt von wegen, dass hier der Maitland oder der, ja, nee, Maitland war da vom ersten Teil, auf jeden Fall, dass der Bösewicht halt irgendwie letzte Nacht sich mit ihm getroffen hätte und er hatte Herpes Simplex C und wenn er will, kann er ihm das selber sagen. Und und die Dinger sind da total hängen geblieben. Das ist wahrscheinlich auch, habe ich gerade gedacht, wo sich Bully und andere so ein bisschen so die Basis von ihren Gags geholt haben. Eddie Murphy zumindest hat sich aber dafür entschuldigt. Hat er gemacht? Er hat irgendwann meint er so, ja, also jetzt wird er das halt so nicht mehr machen. Das war halt in den 80ern, war das halt so. Die Sache und das war halt so die Sicht der Dinge, das halt so stereotyp zu sehen und so stereotyp darzustellen. Wenn er es jetzt sieht, findet er es auch nicht mehr lustig, er würde es so nicht mehr machen. Okay. Er würde es am liebsten zurücknehmen, aber es ist jetzt halt so. Also er hat auch in seinem Stand-up relativ viel so in die Richtung
Ja. Gemacht, gesagt, aber ja. Was ich gelesen habe gerade, was ja auch ganz geil ist, weil ja Sylvester Stallone die Rolle übernehmen sollte damals für den ersten Teil und Brigitte Nielsen war ja beim Dreh des zweiten Teils mit Sylvester Stallone verheiratet. Was da irgendwie ja. Und um nochmal dran zu erinnern, dass Sylvester Stallone ja eigentlich ursprünglich gedacht war, haben sie, als sie dann irgendwann den Billy zu Hause zeigen, wo ich sage, dass der halt voll der Freak ist mit Waffen und sowas, haben sie bewusst Plakate von Rambo 1 und Rambo 2 an der Wand gezeigt und The Dirty Cobra, alle Sylvester Stallone-Filme, um nochmal zu erinnern, wer denn ursprünglich hier das sein sollte. So als Gag. Okay, ja. Naja. Aber den dritten, muss ich sagen, den dritten habe ich am wenigsten gesehen, weil es den dritten auch ganz selten im Fernsehen gab, weil der, glaube ich, auch echt nicht mehr so prall war. Also ich meine, da haben wir echt lange Zeit gehabt. Ist der nicht auch brutaler als die anderen beiden und lief deswegen immer später? Oder bilde ich mir das ein? Du magst recht haben, weil die ersten beiden haben FSK 12 und der letzte hat FSK 16. Das war mir gar nicht so bewusst. Genau, also ich glaube, das war nämlich auch nochmal Sache, weil die anderen liefen halt immer um 20.15 Uhr. Ja. Und ich meine nämlich, wenn der dritte lief, dann nach dem zweiten. Ja, weil der dritte, der kam ja erst 94 raus. Mhm. Da haben sie echt nochmal die Zeit gelassen. Und das ist ja in diesem Vergnügungspark. Mhm. Und die Geschichte war mir halt aber auch echt gar nicht mehr so auf dem Plan, was da genau passiert ist. Und das ist auch sehr, sehr runtergerissen. Genau, Wonderworld Park hieß es ja. Und dass der Besitzer von Wonderworld das ja nicht wusste, aber das, glaube ich, war mir sehr Zeitchef aus. Der Bösewicht da war ich, das war jetzt auch irgendwie so ein Drogen. Genau, der Sicherheitsdienstchef von Wonderworld, Alice DeWald. Und der hat den Todd umgebracht. Aber wer der Todd war, weiß ich jetzt. Ach, ist es Todd nicht der Chef gewesen? Moment. Ex-Chef Inspektor Todd, ja. Wurde tödlich getroffen. Ah ja, okay. Dass sie quasi den griesgrämigen Chef vom ersten Teil nochmal in den dritten gepackt haben, weil sie im zweiten Teil halt so viel Beverly Hills Nähe genommen haben und dann, ja. Aber, weiß ich nicht, wahrscheinlich. Das Ding ist, du musst wahrscheinlich echt nach hinten losgegangen. Das hat jetzt nicht so also es klingt auch so nach so einer etwas düsteren Handlung, so ein bisschen wie die 80er-Jahre-Bonds mit Timothy Dalton oder so. Die hatten ja auch so diese klassische Rache-Geschichte als Handlung. Also so klingt es halt auch für mich. Ich, an den Vergnügungspark erinnere ich mich auch noch so ein bisschen, aber eher so aus den TV-Promos, glaube ich. Jetzt tatsächlich. Ja. Ich wüsste nicht mal, ob ich den tatsächlich sogar überhaupt gesehen hätte. Mitte November 2019 kündigte Paramount Pictures einen vierten Teil mit Eddie Murphy an, der allerdings nur über den Streamingdienst Netflix veröffentlicht werden sollte und somit eine Kinoauswertung entgeht. Ja. Aber das ist doch nicht das, was du geschrieben hast. Du hast doch gesagt, nein, das ist von 2013. Ja, ach so, okay. Also aber jetzt nochmal den vierten, nachdem der dritte jetzt auch nicht der Knaller war. Ja gut, aber das ist ja alles schon 50 Jahre her, da erinnert sich ja keiner mehr dran. Nein, also es geht ja nur darum. 2019 ist ja letztes Jahr, ist ja November. Ist ja fast müsste halt dieses Jahr rauskommen, aber es würde ja passen, weil es hätte ja so oder so keinen Kinostart gegeben. Ja, wahrscheinlich ist es jetzt eben ein bisschen spannender oder interessanter. Als man sagt, also ich meine, was ich noch gerne sehen möchte, was auf Netflix gerade ist, ist Tyler Rake Extraction. Was ist das? So ein Actionfilm mit Chris Hemsworth, bei dem Stunt-Koordinator Regie geführt hat. Okay. Also der soll einfach sehr extrem gut koordinierte Action- und Kampfsequenzen haben. Hm. Und Chris Hemsworth ist ja auch jemand, der einfach physisch imposant genug ist, um sowas auch beeindruckend durchziehen zu können. Der trainiert wieder zu viel. War das nicht in irgendeinem Teil, wo du gesagt hast, dass der... Ja, für den ersten Tor, ja. Das ist so bizarr, wenn du dir vorstellst, ja, du spielst halt so einen übertriebenen Marvel-Halbgott irgendwie und dann kommst du und sagst, nee, Alter, zu viel. Der ja auch, also vor allem, der sieht ja auch immer noch mörderbepackt aus im Film. Ja. Also. Aber ich meine, ist dann zu viel, dass der, weil es ist ja eigentlich nur die Gefahr, habe ich gedacht, dass er sich behäbig bewegt. So wie die richtige Pumper, wo du denkst,
Ja, ich, die sehen wahrscheinlich aus, aber die so. Halt nicht schlagen oder so. Ja, wahrscheinlich, also wahrscheinlich einfach so, dass er am Bizeps und so und an den Schultern zu dicke Pakete hat. Dass er halt nicht mehr beweglich und dynamisch genug aussieht. Ja, aber wie gesagt, er ist ja immer noch mega bepackt. Also so ein bisschen wie Henry Cavill auch im Witcher. Der ja auch einfach so. Also Superman. Genau, der da auch so ein Mördertier ist. Also nochmal mehr als Superman, finde ich. Hast du erzählt, habe ich ja nicht gesehen, weil ich bin, also ich habe Witcher halt irgendwie nur mit, wer hat das gespielt? Daniel. Also Daniel, ich kam dieses Spiel nicht rein. Und ich dachte, boah, ich weiß nicht, ob ich dann in die Serie. Ich glaube, das Spiel sich anzuzieht, das ist auch, also ich habe das Spiel ja auch. Das ist aber nicht besonders interessant zum Zusehen, glaube ich. Also einfach, weil du halt im Spiel, du hast halt diese Haupthandlung und wenn du nur die konsequent spielst, dann hast du auch ein interessantes Let's Play. Aber so spielt man halt nicht The Witcher, sondern du denkst halt so, ja okay, aber ich könnte auch noch mal kurz zu dem Dorf, weil da steht ein Notice Board, vielleicht kann ich da einen Job annehmen und eine gute Rüstung abgreifen. Und dann bist du halt so 5 Stunden dabei, irgendwas anderes zu machen, weil die Sidequests im Witcher halt einfach auch extrem lang sind. Sehr unterhaltsam auch und halt auch wirklich tiefe Story-Elemente haben. Ja. Und du halt immer moralische Entscheidungen treffen musst. Aber das sich anzusehen ist halt nicht so unterhaltsam, wie es selber zu spielen. Ja. Ich habe hier noch gelesen, dass der ursprüngliche Drehbuchautor die Story eigentlich schreiben wollte oder hat die geschrieben im Stil von Stirb langsam, bloß Stirb langsam im Vergnügungspark. Das hätte aber bedeutet, dass jede von ihm geplanten Freizeitattraktion circa pro Stück 10 Millionen US-Dollar gekostet hätte. Ja. Und der ganze Film rund 70 Millionen US-Dollar gekostet hätte. Aber zu der Zeit gab es wohl diesen Film Ein ehrenwerter Gentleman, in dem ebenfalls Eddie Murphy die Hauptrolle spielte. Ich dachte, hey, das ist doch, also wahrscheinlich habe ich den komplett verpeilt, aber ich dachte, Ehrenwetter Gentleman war jemand ganz anders. Aber ich glaube, du denkst gerade an einen Offizier und Gentleman mit Richard Gere. Ah, stimmt, ja. Und da waren und das Budget so scheiße oder der Film so scheiße lief, haben sie das Budget auf 55 Millionen US-Dollar gekürzt. Und deswegen haben sie gesagt, wieder, wie quasi im ersten Teil, wo Sly mitmachen wollte, dass sie sich mehr auf die Ermittlungsarbeit konzentriert haben und weniger auf die Action-Szenen. Und zwischendurch hat sogar die Produktion das Ganze gestoppt, weil die voll die Budgetprobleme hatten, weil diese anfängliche 55 Millionen US-Dollar überstiegen sehr schnell die 70 Millionen, weil alleine 15 Millionen hat Eddie Murphy für den Film gekriegt. Ja. Alter, damals, was das ja halt auch für eine Kaufkraft bedeutet, damals, 15 Millionen und das war halt echt der, ich finde den schlechtesten von den dreien, aber krass, ey. Wenn du dann da drin hängst und dann eigentlich ist gar nicht mehr, also wenn du weißt, dass diese ganze Geschichte so ist, einfach egal ist, sondern es geht nur noch um irgendwie das Kalb melken oder wie es heißt. Das Kalb. Ja. Ich habe eure Kuh gemolken, wir haben keine Kuh. Dieser alte Kuh-Horrorfilm, oder? Das kalte Melken. Was? Das kalte Melken ist der Titel eines alten Kuh-Horrorfilms. Das kalte Melken, ich habe das Kalb melken gesagt. Ja. Ja, aber ich meine, den dritten Teil hast du auch nur so halb, okay, das sind alle neu. Ja. Aber welchen, also, um jetzt vielleicht nochmal, also, oder... Nach dem, was ich heute gehört habe, welchen finde ich denn am besten? Nach dem, was deine kindliche Erinnerung so zurückschießt. Das hast du auch mitgekriegt, oder? Okay, das ist auch schon seit ein paar Tagen, dass wir uns leider überhaupt nicht mehr an Erlebten erinnern, sondern immer nur noch an Varianten, die das Gehirn jedes Mal beim Erinnern umfummelt. Weil ich dann irgendwie, wenn ich mich manchmal Festes oder sowas über irgendwelche alten Sachen unterhalte oder selbst wenn wir uns über irgendwelche Schauspielzeiten und dann manchmal, ey, das war doch so und so, dass wir wahrscheinlich eingestehen müssen, dass unser Hirn sagt, ja, aber wäre es nicht spannender, wenn Klaus in dem Moment keine Hose angehabt hätte und genau und mit so brennenden Fliesen jongliert hat. Hast du Flieder gesagt? Fliesen.
Ja, Biber, habe ich verstanden. Ah, schon ändert sich die Geschichte. Ich glaube tatsächlich, aus meiner Erinnerung von dem, wahrscheinlich auch, als der es nicht zwei, drei Mal gesehen habe vor 25 Jahren, der mit Jürgen Prochnow, der zweite. Der zweite. Mhm. Und das ist du, echt krass, weil ich auch echt überlegt habe, eins oder zwei, weil ganz oft sie haben von denen, das Original, aber also jetzt, wenn ich zurückdenke, so, also diese Tatsache, wie er sich da einfach wieder in diese Stadt so reinlügt, also dieses Haus und sowas und dass da nichts passiert, das finde ich irgendwie ein bisschen sehr doof. Hm. Ich hatte so gedacht. Fühl ein bisschen so doof. Folge, so. Ja, okay. Ja. Bitte? Ja. Ja, was ich aber wiederum cool finde, ist halt diese Erinnerung an Sylvester Stallone. Da habe ich halt gedacht, das finde ich schon irgendwie ganz lustig, dass da so viele Sachen auftauchen. Allein, dass seine damalige Frau da halt das mitmacht und dann halt Billy halt überall Poster, das müsste ich mir definitiv nochmal anschauen. Und mir fällt ein, irgendwie hat er auch so einen Nackt-Stripper-Club oder sowas, hat er so Fingerabdrücke von so einem Glas oder einer Flasche von so einem Verdächtigen genommen. Und dann hat, glaube ich, Billy zu Hause so ein Terrarium, wo halt, wie gesagt, ein Lizard oder sowas drin ist. Und dann stellt er die Flasche da rein und packt daneben irgendwie so Sekundenkleber. Und diese Lösung soll dann halt irgendwie an dem Fett des Fingerabdrucks irgendwie haften bleiben und dann kann man den Fingerabdruck irgendwie sehen oder sowas. Okay. Und in dem Moment, als er da rumbastelt, fängt er oder Billy an, was ist denn das, The Entertainer oder irgendwas anderes zu singen. Und diese Melodie, so, und darüber unterhalten sie sich. Und ich kann immer nicht merken, was sie sagen, woher das ist. Weil die Melodie, das ist eine Spielshow, glaube ich. Genau, und das kennst du auch, ne? Es ist aus der US-Variante von Geh aufs Ganze oder Der Preis ist heiß oder so. Sicher? Relativ. Okay, weil ich dachte, das ist so bekannt und Preis ist heiß und Geh aufs Ganze kannte, habe ich jetzt ja nie im Original gesehen. Ja, aber das sind halt so Mega-Hits in den USA. Also. Aber das ist auch immer im Kopf geblieben, diese Melodie, die der singt. Und das fand ich eine sehr geile Szene, weil das ist so was Normales, also was man halt dann wirklich machen würde. Wenn jemand sich konzentriert und irgendwas bastelt und jemand daneben steht, dann fängt man nicht an, irgendwelche tiefgründigen Gespräche, weil der sich ja eh gerade konzentriert. Und wenn jemand so, das fand ich halt total gut, so, weil das passt halt einfach. Ja. Aber, wie ich vorhin gesagt habe, Jonathan Banks ist ja halt auch nur im ersten Teil. Den finde ich auch sehr cool. Und der, ich habe vorhin, da gibt es einen sehr coolen kleinen Videoclip von, da ist er bei Conan und der ist ja auch immer, wenn der im Interview ist und sowas, ist der immer dieser alte, grummelige Typ. Und da hat Conan gesagt, wir haben halt deinen ersten Videoauftritt, den du damals hattest. Du hast damals für eine Kampagne gedreht und zwar war das Aufklärung Menstruation oder sowas. Mhm. Und da meinte er, ihr Schweine. So, und dann hat er sich kaputt gelacht sowas, und dann haben sie kurz gezeigt. Und er sieht da aus, Gesicht, er hat ja eine ähnliche Gesichtslähmung oder eine halbe Gesichtslähmung wie Sylvester Stallone gehabt. Also sein eines Auge hängt immer runter wie Karl Dall, seine Lippe hängt so. Und er ist da gerade am Bowlen und seine Freundin irgendwie sagte, hast du irgendwie gemerkt, dass irgendwas anderes in letzter Zeit an mir ist? Und er hält die Bowlingkugel. Nee, wieso? Ich habe meine Tage. Und er hält diese Bowlingkugel. Ist da nicht schlimm, oder? Und Bowl. Das ist sein Auftritt gewesen. Ja. Und da habe ich halt gedacht, ja, das ist schon ziemlich gut, das so verfolgt. Aber da habe ich gedacht, da sieht ja halt aus wie der junge Sylvester Stallone. Und jetzt haben wir diese ganzen Verbindungen. Naja, ich sag den ersten. Ja, okay, dann haben wir wenigstens ein bisschen Kontrast drin. Und unser dritter Co-Host. Sagt dir Martin Brest was? Was? Nee. Der ist der Regisseur gewesen vom ersten, weil der zweite hat Tony Scott gemacht. Und den hat man ja schon mal gehört. Ah, Tony Scott, ja. Tony Scott ist der jüngere Bruder von Ridley Scott, der von ein paar Jahren Selbstmord begangen hat. Oh, okay. Oder gestorben ist. Ich glaube, er hat Selbstmord begangen. Also ich glaube, er ist nicht... Last Boy Scout hat auch gemacht.
Ja, der hat relativ viele relativ bekannte Filme gemacht. Also, aber auch so eine coolen Action-Dinger. So. Ja, ja. Romance. Ist nicht auch Top Gun von ihm? Ja, 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 habe ich auch gesagt. Ach so, ich habe, ja, nee, verdammt, das ging unter im, ging unter im, hallo? Ja, ja, ich höre dich. Rauscht es hier so? Nein, ich höre nichts, alles gut. Ach so, ja, nein, das ist hier im, pardon, ja, nein, ist hier im Bad. Ich, ja, nein, also Tony Scott ist relativ, also ist relativ bekannt. Also ich meine, du hast ja die ganzen Filme gerade gesagt, den, glaube ich, kann man schon kennen. Das ist halt so ein Typ. Crimson Tide hat er auch gemacht. Crimson Oder Tide. Der Fan war ja auch geil. Staatsfeind Nummer 1, Spy Game. Ach, scheiße, ey. Geile Dinger. Ja, und der hat am 19. August 2012 gegen 12.30 Uhr Ortszeit Suizid begangen, indem er von der Vincent Thomas Bridge im Hafenviertel von Los Angeles San Pedro gesprungen ist. Alter Finne, ey. Der war auch gar nicht so alt, glaube ich. Irgendwie so Mitte 50, Mitte 60? Ja. Muss so sein, ne? Ja, also wie gesagt, das so, ist ja der, ich, also ich bin der Ansicht, das ist der jüngere Bruder von Ridley Scott. Also ich kann es jetzt halt nicht genau sagen, aber ich glaube schon, dass Ridley eigentlich der Ältere ist. Ja. Als 16-Jähriger spielte Tony Scott die Hauptrolle im ersten filmischen Versuch seines älteren Bruders, Ridley Scott, Boy and Bicycle. Ja. Und bei seinem Tod waren so Leute wie, also bei einer Beerdigung wie Tom Cruise, Christian Slater, Filme, Eddie Murphy, Denzel Washington, Gene Hackman, Elijah Wood, Ben Cook, Dwayne Johnson, also Peter Fonda. Alle so ziemlich. Ja. Ich sehe gerade, Dortmund guckt hier rein. Ja, was? Hast du Hunger? Musst du gefüttert werden? Alles Gute zum WhatsApp. Juhu! Alles Gute nachträglich, sagt Dirk. Danke, sagt Dortmund. Ich hab's gehört. Das Mikro ist perfekt. Ich weiß nicht, also sie geht hier schon so ein bisschen auf Suche nach Snacks. So ein bisschen wie eine Katze, ne? Du kannst jetzt nicht sie fragen, was sie möchte, sondern du musst sie deuten. Ja, das ist also schwierig zu sagen, aber ich habe sie auf jeden Fall in die Küche streifen hören. Jetzt höre ich sie da durch die Regale wuseln. Ich höre es ja selber. Krass. Ja, du hörst es auch. Ja, aha, sie kommt mit einem Keks wieder. Verstehe. Mit einem Keks. Ich hoffe, er ist so groß wie ein Handteller. Wie ihr Handteller, das nehme ich schon mit. Also. Ja. Stolz. Ja, aber dann ist doch gut. Dann haben wir wenigstens die guten Beverly Hills Cop-Teile. Der erste Teil hat ja im Deutschen auch noch diesen dummen Untertitel, ich löse den Fall auf jeden Fall. Geil. Ich löse den Fall auf jeden Fall. Ja, also heiß. Im zweiten Teil hieß zum Glück der Deutsche auch nur Beverly Hills Cop 2 und nicht ich löse den Fall immer noch auf jeden Fall oder so. Aber ich weiß auch nicht, hast du mir das nicht mal versucht zu erklären, warum die Deutschen immer... Das hat was damit zu tun, dass die Verleihs dann mehr Geld dafür bezahlen aus irgendwelchen komischen Gründen. Aber warum passieren so bizarre Dinge wie Taken heißt dann im Deutschen 96 Hours und nicht 96 Stunden oder so. Oder Taken, jetzt erst recht oder keine Ahnung. Aber warum machen sie dann nochmal einen englischen Titel? Also, dass sie das nicht untertiteln, sondern den Titel komplett verändern. Ja, das weiß ich keiner so genau. Das ist doch bestimmt nur Ego-Pisse, oder? Das sind so alte, weiße, dicke Männer, die sagen, ich habe schon seit 20 Jahren Filme, ich werde sie schön anders nennen. Dirk, jetzt ist John Landis was? Langsam über die Stunde hinaus. Wer? John David Landis. Nee. Das war der Regisseur nicht vom dritten Teil. Und nicht grundlos wahrscheinlich. Hm. Er hat sowas Tolles gemacht wie Blues Brothers 2000. Okay. Oder Die drei Amigos. Nicht mit Steven Martin. Das war ja auch ganz lustig, oder? Genau. Ja. Ja, oder ja. Wir sind schon über eine Stunde, deswegen. Ja, okay, alles klar. Wir waren Fünnisse mit Dirk und Klaus. Schreibt uns weiter. Mit Dirk und Klaus. @FünnisseSupport auf Twitter oder Fünnisse@gmail.com.
Ah, oh, das wollte ich gerade sagen. Findest du Mittag und Klaus auf YouTube? Oder findest du Mittag und Klaus auf allen Podcast-Apps außer Spotify? So wie Ricky Gervais, der ist, glaube ich, auch mit seinem Podcast nicht auf Spotify. Wahrscheinlich auch die Bestätigungsmail nicht. Ja, genau, das ist der Grund. Oder Carl Pilkington hat das nicht hingekriegt. Gut, in diesem Sinne, dann beende ich mal die Aufnahme. Tschüss. Tschüss. Moment, wo ist der Knopf hier? Auf der große rote. Richtung.